Hallo Freunde, ich bin live auf Twitch und ich habe keinen Schimmer, was ich hier tun soll, aber ich möchte mein Twitch-Game upsteppen. Und deswegen dachte ich, gehe ich einfach mal live. Das sieht, glaube ich, gut aus. Yes, da bin ich. Lass uns einfach das Stream-Layout machen, so wie in der Corona-Zeit. Das ist gefühlt auch so eine Sache, die so ein bisschen in der Nintendo-Szene so feststeckt, gefühlt. Dass man immer irgendwie ein crazy Layout braucht mit Rahmen und Bildern und so weiter. Und deine Thumbnails brauchen Rahmen und Bilder und alles so. Warum kann man nicht einfach man selber sein, so ungefähr, so wenn ihr wisst, was ich meine. Wie kommt es dazu, dass du auf Twitch streamst? Ich habe einfach Bock so. Keine großen Hintergedanken. YouTube unterstützt Spontanität nicht so krass. So, da müssen wir Zahlen passen und es muss ein Event sein und die Leute erwarten was und bla bla bla. Und auf Twitch kann ich so ein bisschen freier sein. Geil, Alter. Deswegen liebe ich den Song Request. Weil du einfach Mucke hörst, wo du keinen Schimmer hast, wo die herkommt. Alter, da werde ich, da fühle ich Tetris. Da fühle ich Tetris. Oh, jetzt kommt ein neuer Song. Ach du Scheiße. Wenn die Nachricht schon so ist, bin gespannt, ob dir der nächste Song gefällt, dann kann es nichts Gutes sein. Ah, okay, ich nehme es zurück. Es ist was Gutes. Der Track wurde damals böse von uns gefeiert. Meine Hose Margiela. Kreditkarten im Scanner. Ey, hört auf mich zu geiern. Ich fühle mich gesimmt. Hört auf mich anzugucken, Leute. Es ist normal, dass ich so hier bin. Hübi zeigt Haut, alle direkt horny. Warte, pass auf. Achtung, alle Frauen jetzt aufpassen. Okay, das war jetzt schon ein bisschen zu sexuell. Das ist alles andere als Rilled, was ich hier gerade produziere. Rilled ist übrigens mein neues Lieblingswort. Darf man die Videos von einem selbst zeigen, damit du sagen kannst, was man besser machen könnte? Das ist tatsächlich ein Format, was ich mal für YouTube geplant hätte. Wo Leute einfach was einreichen können, was sie kreativ gemacht haben. Egal, ob sie ein Video gemacht haben, wie sie ein Salto machen. Oder ob sie zeichnen. Oder ob sie Musik machen. Oder YouTube betreiben. Und das können sie dann alles über ein Formular einreichen. Und im Livestream guckt man sich die Sachen dann einfach an. Hier hätte ich irgendwie Bock zu. Ich habe das Gefühl, dass ich die Runde gewinnen könnte. Die Runde hat auf jeden Fall Potenzial. Wie dicke, gut aussehen. Frauen. So, jetzt böllert's halt. Jeder Fehler, den man jetzt macht, beendet deine Runde. Oh mein Gott, zwei Longschlongs. Wie viel Glück kann man haben? Oh mein Gott, Jump Up Superstar. Schon voll lang nicht mehr gehört, obwohl der Track halt wirklich, wirklich legit auch als musikalisches. No. Das ist natürlich noch besser. Wie kann es eigentlich sein, dass ich noch lebe? LOL. Warte mal, lass uns mal gucken, was habe ich auf meinem PC installiert. Wir sind auf Twitch. Da können wir jeden Bums machen, worauf wir Lust haben. Ich habe das Lego Movie Video Game. Plants vs. Zombies ist cool. Aber Plants vs. Zombies wäre schon Rilled. Das ist zu real. Wenn die Zombies euch überrennen sollten, ne, was in dem ersten Level noch nicht passiert, grüß dich Vater, dann ist es sinnvoller, wenn sie erst die Sonnenblumen essen und dann die Pea-Shooter. Ne, sprich, ihr kriegt mehr Damage auf die Zombies raus. Ehrenholger in den Chat. Hat gerade jemand. Komm mal rein hier. Was ist denn heute Stream? Heute ist doch ich bin auf Twitch aktiv. Also. Da gucken mir gerade 430 Leute zu. Boah, geil, ich war noch nie auf Twitch. Hi. Hübi, das E-Girl. Hallo Freunde, willkommen zu meinem Plants vs. Zombies Run. Könnt ihr mir vielleicht spenden? Ich würde mich gerne noch mehr ausziehen. Du brauchst so ein Whiteboard für Follows. Inwiefern? Klär mich auf, was sind die Simp-Tricks? Ich habe familienfreundlich in den Tags. Airmods nehmt mal familienfreundlich aus. Whiteboard hinter dir, du kannst dich bei jedem Follow nach hinten bücken. Ah! Oh, das ist... Oha! Ein richtiger Five-Head-Move. Oh nein! Jetzt ist mir der Deckel runtergefallen. Ich sehe aus wie ein Glöckner von Notre Dame, okay. Puh, ganz schön heiß hier drin. Oh, Freunde, da ist jetzt irgendwas komisch. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz was einstellen. Irgendwann spaziere ich einfach mit einer grauen Jogginghose in den Livestream und dann only PP Jam. Dann zeige ich euch mal meinen Helikopter. Was hat's mit der grauen Jogginghose auf sich? Zusammengefasst, es ist in der Frauenwelt ein Meme, dass wenn Männer graue Jogginghose tragen, dass man halt den Helikopter gut sieht. Und das Ganze, sobald Männer graue Jogginghosen tragen, ist es wie, als wenn Frauen zum Beispiel einen tiefen Ausschnitt tragen. Zum Glück haben wir das familienfreundlich entfernt. Was ist das für Mucke, die hier einreicht? Könnte ich was Cooles einreichen? Oh nein! Nein, ich hab Handcola. Nein! Digga, ich hab schon wieder meine Tastatur geflutet. Ich flute immer meine Tastatur. Fuck my life. Hör auf zu lachen. Meine letzte Tastatur ist schon kaputt gegangen, weil ich sie geflutet habe. Hey Leute, jetzt muss ich hier leider putzen. Meine Tastatur wird es überleben. Ich glaube an meine Tastatur. Übel, du geile Sau. Mach mal einen Bücksprung in einer grauen Jogginghose. Nee, da werde ich instant gebannt. Wegen zu sexuell. Was ist das für Mucke schon wieder? Chiara Level Up. In dem Video schwingen übelst viele Leute ihren Arsch.
Da wollte jemand Level Up von TJ Beastboy einreichen. Oh ja, das kann sein. Ist Level Up das ganz neue von Beastboy? Das fand ich auch nicht gut. Level Up, Level Up, Level Up, Level Up, Level Up. G-Klasse Stück mehr Sprit als meine Freundin. Was? Ist Blackpink nicht... Alter, die sehen aber gar nicht so schlecht. Die sieht gar nicht... Ohoho! Okay, ich muss sagen, die sehen gar nicht so schlecht aus. Ich bin normalerweise nicht so Fan von Japanern und Chinesen. Aber diese eine mit den blonden, längeren Haaren, die hat so einen Ariana Grande Touch. Finde ich schon hot. Verdammt, das ist eine Koreanerin. Ach, kacke. Irgendwann kriege ich's hin. Du bist doch nicht so dumm, wie ich dachte. Respekt. Danke, Alex. Das hört man gerne. Oh, jetzt kommen wir schon in die Nacht. Schisch! Was hältst du eigentlich von LGBTQ? Ist mir vollkommen Wumpe. Also das ist wirklich, das sage ich ja ganz häufig. Mir ist so egal, welcher Partei du angehörst, welches Geschlecht du hast, mit wem du ins Bett steigst, was du isst. Sei einfach korrekt zu mir und sei korrekt zu deinen Mitmenschen und dann hast du meinen Respekt. Also so steckt euren Lümmel rein, wo ihr wollt. Ist mir Wumpe. Mir ist es egal, mit wem man ins Bett steigt, auch in einer Beziehung. Tatsächlich, also das müsst ihr jetzt mit Vorsicht genießen, die Aussage, aber ich glaube, wenn ich mit einer Frau in einer Beziehung wäre und ich könnte mich zu 100% darauf verlassen, dass diese Frau mich liebt und dass ich bei dieser Frau auf Nummer 1 der Menschen stehe, ich glaube, ich hätte sogar kein Problem damit, wenn sie mit jemand anderem schläft und mir das halt vorher sagt, glaube ich. Ich meine, es ist immer noch was anderes, wenn man in der Situation ist, aber ich glaube, ich könnte das so. Ich glaube, ich könnte das. Also könntest du mit Polygamie leben. Mit dem Gedanken, aktuell kann ich leben. Wenn es dann mal soweit ist, ist es immer noch eine andere Situation. Aber für mich basiert eine Beziehung nicht auf Sex. Für mich basiert eine Beziehung auf dem Zwischenmenschlichen. Ne? Wie man miteinander umgeht, wie man sich vertraut, wie man durchs Leben gemeinsam geht. Das ist für mich eine Beziehung. Das Sexuelle ist einfach nur Spaß und so. Das ist das Ding. Wenn ich weiß, dass ich emotional bei meiner Frau auf Nummer 1 stehe und da auch nichts dran zu rütteln ist, dann kann sie ja, und vielleicht bringe ich ja sexuell irgendwann im Alter nicht mehr so. Why not? Warum sollte sie mit jemand anderem schlafen, wenn du bei ihr die 1 bist? Keine Ahnung, weil ich im Bett nicht so gut bin, weil sie andere Vorlieben hat, die ich nicht erfüllen kann, gibt's ganz viele Gründe. Also ich rechne Sex keinen hohen emotionalen Wert zu. Hübi, die Pflanzen haben nur 3 Felder Reichweite. Auch Hübi, setzt 3 Reihen dieser Pflanzen hin. Ja, weil, wenn ein Zombie den vordersten Pilz anknabbert, kann der hintere schon feuern. Und, schaut mal hier, 1, 2, 3. Der hintere Pilz kann feuern, wenn der Zombie hier steht. Das heißt, bis zu 3 Pilze hintereinander ist sinnvoll. Ab 4 wird's unlogisch. Also, es hört auf, mich mit meinem IQ zu fronten. Ihr verliert dabei. Außerdem kosten die nichts. Die kosten 0 Sonnen. So, du kannst von denen so viel böllern, wie du möchtest. Mit welchem IQ soll man dich fronten? Ja, mit eurem IQ frontet ihr mich nicht. Skü! Dunk! Du hast einfach mehr Zuschauer als KuchenTV. Schisch! Ich sag's euch, Leute, wir sind eine brutale Twitch-Macht. Mach einen Community-Song und sag über jeden, was du denkst. Okay, Fuseli, die geht mir böse auf den Sack. Yando, schlechtester Mod of all time. Denn er ist wack. Yo, Alex361 nennt sich wie ein Rapper, aber hat nix drauf. Und MeTube44, richtige Sau. Ich mag niemanden. Steckt mir Geld in den Hintern und lasst mich in Ruhe. Oder ansonsten melke ich euch wie eine gottverdammte Kuh. Komme niemals zur Ruhe. Arbeite 24-7 und dabei trage ich einen Schuh. Aber nur einen, denn der zweite ist zu teuer, weil ihr zu wenig spendet. Also füllt mal meine Mäuler. Pippi Jam. Junge, PPTS und Pepe Jam in den Chat. Die Party Parrot. Da seht ihr, was im Chat für eine geile Party auf Twitch möglich ist. Ich liebe das. Ada! Gute Laune, Typ! Raided mit 95 Leuten hier rein. Ehre, Diggi. Ich finde es so nice, über 400 Leute hier sind, während du PVZ spielst. Ist wohl nicht ohne Grund ein Meilenstein-Spiel. Da ist die Frage, ob es am Spiel liegt oder einfach an meinem ultra-sexy Commentary. Na, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr alle hier seid, Friends. Holy shit, Alter. Ist crazy, wenn man über 500 Leute irgendwie auf Twitch hat. Das ist total surreal irgendwie, wenn ihr mich fragt. Neue Leute, du musst simpen. Oh ja, stimmt. Oh, Freunde, da ist mir das nach vorne auf meinen Tisch gefallen. Oh, das muss ich jetzt noch kurz holen. Ich find's irgendwie nicht gut. Ah, jetzt hat. Puh, okay. Fandet ihr das sexy? Gebt zu, wer ist gekommen. Schreibt mich auf dein Whiteboard. Okay, warte. Okay. Habt ihr gefeiert? Wen soll ich noch auf mein Whiteboard schreiben? Alter, was ist das? Das ist ein Blue-Remix. Oh ja, den fühle ich. Wer auch immer den eingereicht hat. Warte mal, steht doch hier irgendwo. Streber 2000 IQ. Du hast 2000 IQ bewiesen. Der klingt gut. Ist einfach der Trompeten-Remix. Party Parrot im Chat. Darauf erstmal eine Spezi Energy. Die Nacht wird lang, Freunde. Dienstagabend, Twitch-Party.
Die kamen in Wiener Armee und haben G-Rap geprägt. Ich kam Wiener Armee und hab einfach die Nintendo-Szene geprägt. Skurr. Alter, hört's mal auf, hier meinen Stuff zu futtern. Du räudiger Marathon-Zombie, Alter. Frag mich nicht nach dem JBG3-Konzert. Das ist mittlerweile immer noch eines meiner unbeliebtesten Videos von dem auf dem Kanal. Vom Like-Dislike-Verhältnis her. Als ich das JBG3-Konzert gerantet habe. Aber es war auch einfach kacke. Jetzt mal Real Talk. Ich glaube sogar, Animes würden mir... Also einige Animes würden mir bestimmt gefallen. Mit Sicherheit. Es ist ja nicht so, dass die scheiße sind. Die sind ja nicht ohne Grund beliebt. Das Problem ist, dass ich weiß, wie einige Hardcore-Anime-Fans drauf sind. So, weil du einfach so diese Kultur dahinter mitbekommst. Und die schreckt mich irgendwie ab. Es ist eher die Kultur dahinter. So dieses Verheiligen, dieses Heiligsprechen von japanischen Produktionen. Kann dir daher im Anime-Bereich einfach empfehlen, dir was rauszusuchen, wo du glaubst, dass es dir gefallen könnte und niemandem anderen auch Spaß. Ja, das Ding ist, mir hat mein Kumpel My Hero Academia empfohlen und hat gesagt, das ist richtig crazy, aber das hat mir zum Beispiel gar nicht gefallen. Also die Art und Weise, wie da Dinge erzählt werden, fand ich ganz, ganz komisch. Keine Ahnung, also auf My Hero Academia kam ich gar nicht klar. Einfach der Artstyle hat mir null gefallen. Da war es irgendwie so, da ging ein Kampf los und es waren erstmal 5 Minuten lang nur Aufnahmen auf die Gesichter. Oh nein, ich muss diesen Kampf gewinnen. Und dann switcht zum anderen in seinen Kopf. Dieser kleine Pisser, dem werde ich's zeigen. Und dann wieder 2 Szenen, wie sie sich einfach nur angeguckt haben. Und eine ganze Folge bestand dann nur aus einem Kampf, der normalerweise in einer Minute abgehandelt werden kann. Und das fand ich sehr weird. Ist jemand, der 2019 zum ersten Mal Avatar geschaut hat und dann Naruto, du wirst es suchten. Ich lass mich mal überraschen. Ich fang's mal heimlich an und sag's mal niemandem. Außer den 415 Leuten, die hier dabei sind. Ich sehe Hübi schon vor mir, wer der übelste Weeb ist. Nein, das glaube ich noch. Ich werde mir trotzdem keine Kissen mit irgendwelchen Anime-Girls mit großen Brüsten auf mein Sofa stellen, weil ich keine echten Brüsten... Nein, Spaß. Death Note habe ich den Spielfilm geguckt. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, der Anime ist viel besser als der Spielfilm. Aber ich fand den Spielfilm okay. Nein, diese Kissen sind nicht beste. Diese Kissen sind einfach nur arm. Ich finde, es braucht derbe viel Selbstvertrauen, um sich so ein Kissen zu holen. Diese andere Form von Selbstvertrauen. Aua! Oh oh! Ringo ist sauer! UFO 361! Danke für die 361 Spende! Heute Standard! Ne, aber jetzt mal ehrlich, also ich würde niemals viel Geld für eine Uhr ausgeben. Es gibt andere Dinge, für die man viel Geld ausgeben kann. Wohnungseinrichtung zum Beispiel. Teilweise auch mit schönen Autos, aber ich glaube, wenn ich für eine Sache viel Geld ausgeben müsste, dann wäre es eine Wohnung oder ein Haus, je nachdem. Den Status hab ich mir erarbeitet. Keine Ahnung, ich bin gerade so glücklich. Ich spüre gerade wirklich pures Glück. Es ist einfach Dienstagabend, Mitternacht. Ich höre chillige Rap-Musik, spiele Plants vs. Zombies und ich habe einfach so viele coole Leute dabei, die mit mir den Abend verbringen. Ich bin so glücklich gerade. Ach du Scheiße. Was zur Hölle. Bruder, what the hell? Nach Polen, geil. Damals 1944 mit den Jungs im Block gepumpt. Schon lange kein Spiel mehr. Kein Platz für all ihre Zweifel. Ich bin wieder drin. Wer hatte denselben Gedanken? Zudem kommt mir der Track irgendwie sehr bekannt vor. Ja, ich finde vor allem die Melodie in dem Track ist recht schön. Das ist mein Lieblingslied, Leute. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns öfter auf Twitch. Schönen Abend noch.